Herzlich willkommen zu unserem heutigen RA-Video. Einmal mehr begrüße ich Sie aus diesem herrlichen Ort mitten in den österreichischen Alpen in Kärnten. Mein Name ist Thorsten Hassiben, ich bin Rechtsanwalt und Inhaber der Wegberger Anwaltskanzlei Hassiben. In unserem heutigen RA-Video möchte ich Ihnen einmal kurz erklären, was eigentlich das sogenannte Pflichtteil ist. Im Erbrecht kann es ja immer wieder vorkommen, dass Erblasser, also die Leute, die etwas vererben, den Erben oder die Erben, also die Leute, die etwas erben könnten, enterben. Das bedeutet, sie werden aus der gesetzlichen Erbfolge gestrichen, zum Beispiel durch Testament oder sonstiges. Da stellt sich die Frage, was bleibt dann für diese vermeintlich gesetzlichen Erben übrig? Der Gesetzgeber hat dafür das sogenannte Pflichtteil vorgesehen. Das bedeutet, dass man selbst wenn man jemanden enterbt, dieser Erbe, also der gesetzliche Erbe, der im Gesetz als Erbe vorgesehen ist, einen sogenannten Pflichtteil erhält. Der Pflichtteil ist dabei immer die Hälfte des ihm eigentlich zustehenden gesetzlichen Erbteils. Hat also zum Beispiel ein Erblasser, dessen Ehefrau bereits verstorben ist, noch zwei Kinder, so wären diese Kinder gesetzliche Erben. Das gesamte Erbe würde auf diese Kinder im Ganzen übergehen. Also würde jedes der beiden Kinder ein Halb des gesamten Vermögens erben. Wird nun eines dieser Kinder aber enterbt, dann bleibt dem enterbten Kind der Pflichtteil. Der Pflichtteil ist, wie gesagt, die Hälfte des gesetzlichen Erbteils. Hier wäre der gesetzliche Erbteil ein Halb, davon die Hälfte wäre also ein Viertel. Das enterbte Kind kann daher ein Viertel des gesamten Nachlasses in Geld gegenüber dem anderen Erben geltend machen. Er hat zwar keinen Anspruch mehr darauf, bestimmte Gegenstände zu erhalten, sondern nur noch auf Auszahlung von Geld, aber immerhin geht er dann nicht leer aus. Den Pflichtteil kann man eigentlich kaum ausschließen, es sei denn durch einen sogenannten Pflichtteilsverzicht, der notariell beurkundet werden müsste, oder aber, wenn sich der Enterbte als erbunwürdig beweist. Das ist aber eigentlich nur der Fall, wenn zum Beispiel der Erbe, dem Erblasser, zum Beispiel nach dem Leben getrachtet hat. Das dürfte relativ selten vorkommen. Damit habe ich Ihnen erklärt, was ein sogenanntes Pflichtteil im Erbrecht ist. Ich hoffe, es war für Sie interessant und hat ein bisschen Licht in das Dunkel des Rechtswesens gebracht. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen fürs Zusehen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, geben Sie mir doch bitte den dicken blauen Daumen. Teilen Sie dieses Video fleißig über die sozialen Netzwerke wie Google+, Twitter, Facebook und so weiter. Und natürlich abonnieren Sie doch bitte auch unseren YouTube-Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich aufs nächste Mal.